Hey, hallo, Danke. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2007, herausgegeben von Ubisoft in Paris, France und entwickelt von Ubisoft Montreal in Montreal, Kanada. Und ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, bevor ich den Aufnahmeschalter gedrückt habe. Und das ist die schlimmste Folter, die es gibt. Die schlimmer als die chinesische Wasserfolter. Und du wirst einfach nur. Der Typ ist ja schon seit 10 Minuten mit dir rumgeschubst von dem Typen da vorne. Und der muss so viele blaue Flecken am ganzen Körper haben. Okay, das ist aber ganz schön hier. Und ich glaube, wir haben alle Viewpoints erklommen. Haben wir. Und wir sind hier immer noch auf der Jagd nach Robert de Sable. Das ist das 9. und letzte Attentat eigentlich in dem Spiel. Zumindest laut dem, was unser oberster Chef des Assassinenordens Al-Mualim uns gesagt hat. Und wir müssen nur noch diesem einen Citizen helfen. Dann haben wir auch schon alles erkundet hier in Jerusalem bei der letzten Attentatsmission. Und wir helfen noch dem Citizen und dann ist eigentlich alles erledigt, glaube ich. Genau. Jawohl. Das ist der Mitteldistrikt von Jerusalem. Und ich glaube, entweder das oder das hier war die Grabeskirche in Jerusalem. Die haben wir also auch noch gesehen, neben dem Felsendom und dem alten Salomon-Tempel. Und die drei Heiligtümer der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Alle in Jerusalem vereint. Und das im Jahre 1191. Please, sir, have any money? Nein, komm jetzt nicht du, Anna. All I ask is for a few coins. Okay, nicht viele Wachen hier. Anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. Oh, da kommt schon der nächste, oder? He's just killed someone. Oh no, 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 no! I have. You'll never get away. Ow! Okay, die Typen gehen zurück schnell. Oh no! Was wollt ihr denn? Wo kommt ihr alle her auf einmal? Jawohl! Okay, das war's. Und lass mal eben nachgucken. Haben wir denn alles geschafft hier? Jawohl, sieht so aus. Hier sind zwei blaue. Einmal, wir haben alle Citizens gesaved und wir haben auch alle Viewpoints erklommen. Und jetzt müssen wir uns nur um die Investigations kümmern. Und ich mache die Investigations sehr gerne der Reihe. Und die erste wäre eine mit, oh Gott, das war Belauschen, glaube ich, oder? Das heißt, dass wir müssen wieder nach nicht ganz weit weg. Und zwar, das war, glaube ich, Eavesdropping war hier, genau. Also einfach nur jetzt von meinem Blickwinkel aus rechts halten an der Mauer entlang und dann in diesen komischen, abgesperrten, kleinen Bezirk. Bin ich richtig? Jawohl. Okay, und die Parts sollen ja jetzt eher heißen Enjoy the Ambience, das heißt, ich möchte gerne ein bisschen ruhiger hier durchgehen und nochmal mir die Geräusche auf mich einwirken lassen. Die Atmosphäre, die die Entwickler dieses Spiels kreiert haben. Hallo Frau, Achtung. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jawohl, hier sind die Scholars auch. Ich stehe hier nur so rum, bereit, um mich da reinzuführen, oder was? Ich werde mich wieder hier lang nähern. Oh, das hat nicht geklappt. Weil der einzige kleine Eingang zu diesem Bezirk hier ist immer bewacht gewesen. Und hier muss dann auch Eavesdropping sein, ganz hinten in der Ecke, also hinter dem Turm in der Ecke. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein mit den Typen hier, mit dieser Patrouille.
Okay, und hier ist irgendwo Eavesdropping. Die beiden soll ich belauschen. Mal gucken, was wir rausbekommen über den Templer Obermeister Robert de Sable. Did you see them? No, but I've heard the whispers. Is it true? Crusader knights in Jerusalem? It is. And? Different from the others. Finely dressed and bearing expensive gifts. We should relieve them of this burden. They've made camp near David's citadel, close to the cemetery. To attend a funeral? So it seems. Then let us visit their camp while they pay their respects. Okay, also die Templer und damit auch Robert de Sable. Die müssten in der Nähe der David-Zitadelle sein. Da muss ein Friedhof sein. Dann ist das hier vielleicht die David-Zitadelle? Also auch ein historischer Ort am Ende in Jerusalem, der mir jetzt gerade noch nicht sagt, den ich jetzt aber auch lerne durch das Spiel. Alles klar, was ist denn die nächste Investigation? Die nächste wäre Pickpocket. Und wo können wir denn hier Pickpocket machen? Oh, direkt wieder zurück zu dem Turm, wo wir eben waren. Ich hoffe, die Wachgruppe ist gerade in der anderen Ecke. Nicht ganz, aber fast. Das sollte reichen für mich, um hier hochzukommen. Na, ich muss, glaube ich, eh in die Richtung gleich, aber da sind so viele Wachen. Leave now! I leave. No problem. No, 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 no. Hello, my friend. You look just well. Just a few coins, please. Springst gerade vom Dach runter, kommt schon der nächste Bettlerin an dir. Alles klar, die Richtung ist richtig. Eigentlich links halten im besten Falle und dann gleich rechts. What's got him so bothered? Und hier ist dann auch schon diese komische Festung gewesen. Oh, da drin war ja auch noch ein Templer. Soll ich mir den mal schnappen? Und wo ist das Pickpocketen? Ausgerechnet da drin auch noch. أنا متأكد جدا إنه لم يغادر المدينة أو الشيء السديد الذي كان ينبغي فعله. Boah, das ist echt heftig. Jetzt muss ich hier reinkommen, ja? You should stop acting like a child. Stop! You must not trespass here. Okay, erstmal die erste Drohung ausgeschaltet. Nein. Alles klar, hat keiner mitbekommen. Alles in Ordnung. Jetzt musst du aufhören zu schreien, Junge. Wen soll ich denn da pickpocketen, bitte? Den Typen, der, der neben dem Templer steht? Das ist ja ein bisschen heftig, oder? Findest du nicht auch? Und dann die ganzen Verwirrten hier drin. Alles klar, komm her. Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, reinitializing. Initialize bitte mal bitte. Da ist es. Take the map I've given you and see that the guards are placed accordingly. We'll be safe enough during the procession. It's the burial that worries me. Easy for our enemies to hide amongst the crowd. If you're so concerned, why not post your own men? Search the site yourselves. Our presence here has caused enough chaos. I can only imagine how the people would react, seeing Crusader soldiers marching across their holy ground. Then perhaps you should not attend at all. He was our friend and brother, and we will honor him as he passes from this world. You insult me by suggesting otherwise. I'll post the men. I don't want trouble either.
Then stop trying to make it and do as you've been asked. Alles klar, hier sind gerade Templer, die mit Assassinen zusammenarbeiten. Mit Assassinen. Hey! Chief Ortaya! Wo sind die Templer hingegangen, bitte? Ist ja gut jetzt. Mensch, das ist das Wüste, wo der Tempel hingegangen ist. Das ist ja interessant. Sind die einfach alle weg? Okay, nicht so schlimm. Was haben wir denn jetzt wieder Neues gelernt? Das erste habe ich auch noch gar nicht nachgeguckt. Also, das erste war. Also, Robert and his men walked the streets of Jerusalem finely dressed, bearing expensive gifts. Okay, das ist also sehr ungewöhnlich, dass die Templerritter gerade zur Zeit des dritten Kreuzzugs in Jerusalem herumwandern, weil Jerusalem war unter der Kontrolle von Saladin und den Sarazenen. Und eigentlich hätten die da nicht einfach als Feinde rumrennen können. Aber die können das trotzdem. Und hier scheint irgendeine große Verschwörung im Laufen zu sein, sodass die einige Templer unbehelligt und unbeschadet hindurchrennen können. Und wir haben auch schon gelernt, dass Robert de Sable in der David-Zitadelle anwesend sein wird. Und er wird eine Funeral bei wohnen, also einem Begräbnis. Hier steht es im zweiten Satz, they plan to attend a funeral. Were it anyone other than a monster Majajin being buried? Ah, Majajin, den habe ich doch selber erlegt. I might have second thoughts, but as it is, it seems the most fitting time to take the Templar's life. Majajin, das war, glaube ich, das siebte Attentat, was ich hatte, glaube ich, und das war der von Saladin, dem Anführer der Sarazenen, eingesetzte Gouverneur, sagen wir mal, von Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Alles klar. Und jetzt habe ich gerade durch das Stehlen dieses Briefes, den der Templer dem Sarazenen-Oberst gegeben hat, das folgende erfahren. Und nochmal eben gucken, war da ein Attachment? Nein, ne? Nein. Hier ist aber ein Attachment, wie man hier unten sieht. Also, die zweite Investigation sagt mir, Robert's men are working with the Jerusalem Guard to protect the cemetery during Majajin's funeral. Und das ist auch krass eigentlich, dass die Robert de Sable, der Anführer der Templer und einige Templerritter vermutlich noch mit dabei, die möchten bei Majajin's Begräbnis anwesend sein. Also die sind ja alle der Verschwörung anheim. Egal, weiter. Und doubling the guard would have posed a problem, but this map will give me an advantage. Knowing where the men are stationed, I can simply make sure I will avoid them. Alles klar, also die wollen doppelte Wachen während Majajins Begräbnis aufstellen. Und das sollte mir helfen, das Ganze zu verstehen. Was ist denn hier? Die Zitadelle? Ist das da unten dann noch gewesen? Ja, das ist das. Also, das da unten muss die David-Zitadelle sein. Okay, mal schnell hier raus hier. Oh. Die sind immer so ulrig und aggressiv, die Schiffe. Wo kommen wir denn hier raus am schnellsten und am besten? Hier waren noch überall Wachen, glaube ich, aufgestellt, ne? Oh, scheinbar nicht. Schon bin ich draußen. Ach, das war ja unten mit den Wachen an der David-Zitadelle. Alles klar, was sind die nächsten Investigation? Investigation Nummer 3 wäre so ein Typenboxen, so ein Propaganda-Lautsprecher-Boxen. Und wo haben wir das? Der Propagandatyp ist hier, also einfach nur nach Süden weiterrennen. Also ich gucke gerade falsch. Hier lang muss es sein. I was wondering when you just a few coins, please. My family's sick and dying. Could you spare a few coins? Das war richtig. How much longer must this go on? Das war die Schuld von diesen Verrückten. Und einfach weiter nach Süden rennen, da wo die ganzen Wachen gerade lang kommen. Guck mal, der Anführer hat dieses Kettenhemd im Nacken, so einen Nackenschutz. Das ist nicht auf jeden Fall. Hier ist der Typ. Of those we once called friends. We have all suffered because of this. But now, sicher, zwei. Now we are offered a chance at redemption. A chance to begin anew. I beg of you, let us make peace
with the Crusaders. No, you don't understand. Let us live nothing. As one. Krass. We must be strong, we must be brave, and we must find the courage to face those so we once called our enemies and now instead called them friends. The Crusaders come to Jerusalem, bringing with them an opportunity to end the fighting, to stop the war. That we may stand as one, we must not turn them away. Die Aufheizer, die Propagandisten hier, die sagen inzwischen schon, sagen, dass die Frieden machen sollen mit den Templern. Die versuchen, die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Hier, das muss doch hier klappen, oder? Jetzt. You speak of peace, but your words are hollow. No, I speak the truth. Why would you say other? You're a Templar. So I am. Then you are also a liar and a fraud, just like your master. Where is he? What does he intend? It's peace he seeks, I swear it. And the proof is in his actions. A Christian at a Muslim's funeral. We want an end to all of this. Only because it serves your needs. This is a noble thing we want. The land will be united beneath our banner. United through force. You'd enslave us all. It is for the best. No, it's not. And so long as my brothers and I breathe, you will not succeed. Das finde ich ist die harte Seite von Alter Yaim Lahat. Und das ist krass, inzwischen sind diese Aufheizer, diese Aufpeitscher, diese Typen hier, die Propagandalautsprecher sozusagen, das war jetzt eher ein Templer sogar und der hat versucht dann noch die Bevölkerung von Jerusalem, die ja jetzt unter den Sarazenen lebt, schon mal darauf vorzubereiten, dass sie Frieden machen sollten mit den Templern, die dann kommen werden und als Freunde anzusehen sind, was eigentlich die Todfeinde waren zu der Zeit. Egal, genug geredet, wir gucken mal eben, was hat uns das gebracht? And I say Robert wants peace and seeks to prove it by attending a Muslim funeral, but I know the truth. He does not seek peace but control, dominion over the land and its people. I will deny him this. Okay, die nächste wäre, wir haben hier einmal eine normale Informer-Challenge. Eine Bogenschütze und eine, ich glaube, das ist eine Flag-Challenge, nehme ich an, das hier mit dem I und dem Bewegungsstrichchen dahinter. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir die normale Informer-Challenge finden auf der Karte. Warum sind denn hier... Ah ja, hier sind nur drei Challenges. Und Informer Rooftop Race Challenge und Informer Archer, dann ist das hier die Informer Assassination Challenge. Das muss die sein jetzt. Also nochmal zurück, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall nach rechts drehen und dann hoch und die zweite rechts rein. Jawohl, richtige Richtung. Hier dem Weg folgen, in die große Straße entlang und dann die zweite rechts rein. Oh nein! Kletter hoch! Das ist mein Ende, glaube ich. Das wird nicht gut enden. Okay, pass auf, den Typen grabben wir schön. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, der ist zu gut für mich. Oh, noch mehr. Noch einer.
Okay, so langsam lichtet sich das Feld ein bisschen. Okay, nur noch der harte Typ hier. Geschafft. Jetzt bin ich wieder total woanders gelandet und ich muss auf jeden Fall links und dann... hier lang ist richtig, oder? Nee, total falsch. Also wieder hier hin zurück. Dann war das hier lang und die zweite rechts, glaube ich. Eins und zwei. Also, es kann sein, dass er auf dem Dach ist, der Typ. Mal gucken. Sieht so aus. No. Nonsense. No. Oh. Das ist Punch. Das habe ich auch einmal geschafft jetzt in Sicht. Also, wo ist der Informer bitte? Hinter mir auf jeden Fall. Da in die Richtung. Da unten steht er doch. Ich trottel. No reason for doing that. No, there isn't. Safety and peace, Master. Have you seen all the vile Templars in town? I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Majd Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. Okay, not exactly in no time, but in 5 minutes. Und das wird bestimmt wieder so ein Hammerding, was ich nicht schaffe, wie ich das letzte Mal auch nicht geschafft habe beim letzten Attentat. Aber egal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann im Internet. Bye.